Hello zusammen, I'm your vlog Dave, and today I'm gonna talk about a band that I really love, and I'm gonna do that in German because they've just released a new song, and I wanna talk about that in German as a German listening practice, so to speak, with German subtitles, not with English ones, but with German ones this time around. Hope you dig it, hope you wanna watch this nonetheless. So let's dive into the new Tool song, Fear Inoculum. Kaum zu glauben aber wahr, 13 Jahre ist es mittlerweile her, dass Tool ihr letztes Album 10.000 Days veröffentlicht haben. Das war im Jahr 2006, im Jahr der deutschen Weltmeisterschaft. Also nicht, dass wir gewonnen hätten, aber da hat sie in Deutschland stattgefunden. Und damals war ich sage und schreibe 15 Jahre alt. Jedenfalls, sofern man das als Außenstehender mitbekommen konnte, gab es viele Gründe, warum Tool in den Jahren danach nicht wirklich etwas Neues veröffentlicht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass ein entscheidender Grund auch die rechtlichen Streitereien im Hintergrund waren. Mehr dazu findet ihr zum Beispiel in diversen Interviews. Jedenfalls nach etlichen Ankündigungen in den letzten Jahren und nach wieder eingerissenen Zeitperioden, wann ein neues Album erscheinen könnte, ist es endlich soweit. Kaum zu glauben, aber wahr. Ich muss es einfach nochmal sagen. Ich glaube, in diesem Fall kann man das durchaus nochmal wiederholen. Am 30. August 2019 wird Fear Inoculum, das mittlerweile 5. Tool-Album, erscheinen. Das erste in 13 Jahren, wie gesagt, und mittlerweile können wir auch schon nicht nur live neue Sachen von Tool hören, sondern auch als Studioversionen. Bereits Anfang Mai hat das Quartett 2 neue Songs live debütiert. Zum einen wäre da Invincible, zum anderen Descending, beides auch sehr, sehr gute Lieder, wie ich finde. Aber jetzt haben wir auch das erste Studiomaterial, was wir uns auf die Ohren hauen können, tun und wirklich suchten sollten und dürfen. Es handelt sich hierbei um den Titeltrack Fear Inoculum, ein über 10 Minuten langes Lied, was auf dem Album als Ganzes, das aus 7 Songs bestehen soll, gar nicht mal etwas Unübliches sein könnte und würde. Denn soweit ich das weiß, werden diese 7 Songs jeweils alle über 10 Minuten lang sein und das Album kommt insgesamt auf eine Länge von 85 Minuten Spielzeit. Stattlich. Außerdem, so munkelt man zumindest, könnte Fear Inoculum auch der Opener des Albums sein und als solcher würde er durchaus gut passen. Auch wegen des schleppenden, langsamen Aufbaus der Atmosphäre, die hier abermals sehr dicht ist. Aber natürlich fragt man sich, warum Fear Inoculum? Was könnte das bedeuten? Die sogenannte Inokulation beschreibt im Prinzip das Einimpfen eines Schädlings, um gegen diesen Schädling immun zu werden, um Immunität zu entwickeln. Also quasi das Prinzip von Impfungen. Und wenn man das auf den Song bzw. Albumtitel projiziert und überträgt, könnte das natürlich bedeuten, dass jemand mit Angst konfrontiert wird, mit Angst geimpft wird, um gegen diese Angst immun zu werden. Auch das könnte man durchaus auf zeitgenössische Themen beziehen, sei es im politischen Sinne oder gesellschaftlich im Ganzen. Ich möchte mich da auf keine Spekulation einlassen, zumal das nicht Hauptbestandteil dieses Videos sein soll. Hier geht es vielmehr um die Musik. Und genau deswegen kommen wir jetzt zum Aufbau. Wie es bei Tool üblich ist, hat auch dieser Comeback-Song keine üblichen Songstrukturen, die man in vielen anderen Liedern so findet. Man könnte vielleicht ein paar bestimmte Bereiche als Chorus oder Bridge benennen, muss man aber nicht wirklich und eigentlich trifft's das auch nicht hundertprozentig. Allerdings muss ich sagen, dass es durchaus einen sich wiederholenden Bereich gibt, der durchaus als Chorus beschrieben werden könnte. Denn hier hebt sich das Ganze klanglich etwas vom Rest ab, indem Maynard James Keenan zum Beispiel etwas höher mit etwas mehr Werf singt, etwas vordergründiger klingt und einfach etwas druckvoller erscheint. Ich würde sagen, dass man bei der Musik von Tool eher von Segmenten sprechen könnte, die aber trotzdem ineinander übergehen, quasi wie Flüsse, die ineinander münden, und durch diese Verknüpfung trotzdem als Ganzes zu einem einfach atmosphärisch fließenden Strom werden. Wenn das irgendwie Sinn ergibt. Mit anderen Worten, was, wenn es schlecht gemacht wäre, heterogen klingen könnte, also uneinheitlich, klingt in diesem Fall und wie so oft in den Fällen von Tool holistisch, ganzheitlich, wie ein einzelner Diamant, der geschliffen wurde. Und manchmal vielleicht noch so ein paar Kanten hat. Was meine ich damit? Natürlich sind die einzelnen Facetten des Sounds, also die Instrumente, die Melodien, die Harmonien, aufeinander abgestimmt, aber trotzdem gibt es hier und da ein paar Widerhaken, beispielsweise einfach im Klang der Gitarre bei manchen Riffs, die etwas knarzig, etwas dreckig klingen, wenn man es so nennen möchte, und genau diesen Klang mag ich tatsächlich sehr, weil er ein guter Kontrast zum sehr elegischen Gesang von Maynard James Keenan ist. Es gibt ja, so finde ich zumindest, verschiedene Tool-Songarten und dieser Song ist eher ein rhythmusbasierter Tool-Track. Was meine ich damit? Ganz einfach, das Schlagzeug steht nicht nur klanglich im Vordergrund, weil es viele verschiedene Rhythmen gibt, viele Polyrhythmen auch, viele verschiedene klangliche Eindrücke mit Toms, mit der Double Bass Drum und mit anderen Facetten hier und da, beispielsweise aber auch andere Perkussionsinstrumente wie die Tablas bzw. Bongos, die schon am Anfang des Liedes zu hören sind und so ein bisschen in den Rest des Liedes einleiten. Dazu wird ein ziemlich eingängiges, aber trotzdem interessantes Gitarrenriff präsentiert, was leise auf und abschwillt und vom Melodiebogen her mal abwärts, mal aufwärts geht und vor allem auch mit der klanglich sehr herausstechenden Basslinie von Justin Chancellor wirklich perfekt harmoniert. Ich persönlich bin sowieso ein Liebhaber von sehr prägnanten und wirklich, wirklich ausgeklügelten Basslinien und Bassläufen, wie sie zum Beispiel in den Bands Rush von Geddy Lee oder Riverside von Mario Studer zu finden sind, um nur zwei Bands zu nennen, die ich an dieser Stelle sehr empfehlen möchte. Aber auch gerade die Bassläufe von Justin Chancellor sind immer wieder ein Orgasmus. Und wo wir gerade beim Thema sind, das Gitarrensolo am Ende des Liedes schraubt sich immer weiter hinauf, rein tonal gesehen von der Melodie her, und mündet im Prinzip in einer kompletten Ejakulation mit Double Bass, mit harten, kurzen, knackigen Riffs. Ja, das hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Und als hätte ich es so geplant, ist das natürlich auch ein gutes Resümee für dieses Lied. Ich muss wirklich sagen, dass ich bisher kein wirklich schlechtes Lied von Tool gehört habe und auch Fear Inoculum ist sicherlich kein schlechtes Lied, ganz im Gegenteil. Unabhängig von meiner persönlichen Meinung finde ich, muss man, wenn man zumindest fair sein will, der Band attestieren, dass sie instrumental, arrangement, technisch, lyrisch einfach auf einem sehr hohen Niveau agieren. Und das kann man nicht wirklich negieren, selbst wenn man die Musik vielleicht nicht gut findet. Allein das sollte mal gesagt werden und ich finde das immer sehr wichtig, nicht nur bei Tool, sondern auch bei anderen Künstlern, die durchaus solche Anerkennung in diesem etwas objektiveren Sinne durchaus verdient haben. Ganz subjektiv gesehen allerdings mag ich diesen Song einfach sehr gerne. Er hat eine sehr hypnotische, tranceartige Wirkung, unter anderem auch deswegen, weil zum Beispiel vor dem ersten Chorus ein kleiner Teil kommt, in dem Maynard sehr tief singt, quasi fast schon wie in einer Seance, als wenn er etwas beschwören wolle. Und das klingt natürlich sehr, sehr geil. Erinnert mich so ein bisschen an den Anfang von The Grudge, was auch ein sehr, sehr gutes Lied ist. Und das sei vielleicht abschließend gesagt, fasziniert und beeindruckt es mich immer wieder, wie vor allem diese Band es schafft, bei einem relativ homogenen Klangbild mit einem hohen Wiedererkennungswert immer wieder viele Details einzubauen, immer wieder kleine Nuancen einzustreuen und das Ganze, also im Prinzip jedes Lied, sehr eigenständig wirken zu lassen und schlichtweg sehr einzigartige Musik zu kreieren. Vielleicht seht ihr das ja auch so, falls ja, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und natürlich würde mich auch eure Meinung zum Album interessieren. Apropos Album, natürlich wird es dazu auch ein Album-Review bei gegebener Zeit geben und sogar auch ein Unboxing der Special Limited Deluxe Universum Dominierungsversion geben. Denn ja, diese habe ich mir bestellt und ich bin sehr gespannt. Alright guys, I hope you enjoyed this video. I will do something like this every now and then, wherever this fits. So yeah, let me know if you enjoyed this, if you understood what I said, or maybe like even some things that I said here and there. That would be really cool, really great. Thanks for watching either way. I'm your Vlog Dave. Tschüss und bis zum nächsten Mal.